Wir schauen mal. So, ja, es war auf jeden Fall eine spannende Woche. Ich war mal wieder zu Besuch bei Nico. Und also, wir haben... Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir die... Es ist richtig weird, meine Stimme zu hören und nochmal seine Stimme. Und, also meine Stimme und nochmal meine Stimme zu hören. Wir waren hier mit Elektrotüte und haben ein bisschen scharf gegessen. Wir werden mal ein bisschen durchskippen, ne? Dein Outfit an dem Tag sehr wild. Ja, Mann. Ja, aufentspannt die Habanero Mabanero aus frisch gepflücktem Obstgarten. Ich krieg das mit dem Sound sofort hin. Ja, es war eigentlich ein sehr entspannter Abend so. Ne? Nico hat auch ein bisschen mitgemacht. War jetzt am Anfang, oder war alles auszuhalten, muss man sagen. Sehr lecker. Sehr lecker, wirklich sehr lecker. Richtig lecker. Tüte hat den Glauben verloren, als du immer mehr Chilis essen wolltest. Ja. Ist eine andere Schärfe, muss man sagen. Ja. Aber ja, ich will nichts vorwegnehmen. Ist eine andere. Die andere war aber auch lecker. Ich finde, sein Style ist einfach... Beide sind lecker. Okay, ich verstehe. On point. Ey, das ist so witzig, wie es hier irgendwie so nach Mischung aus Essen und Parfüm riecht. Das ist Tim von hinten. Bin wahrscheinlich ich, ne? Tüte, was ist deine Meinung zu der? Da ist noch mehr drin, auf jeden Fall. Kann man machen, ja. Ja, also, ja. Ich denke jetzt nicht, es kann sogar sein, dass... Geh mal ein bisschen vor. Ja, genau. Das hast du der schon war, gegessen? Der war schon stark. Ja, hat sich ein Stück gegönnt, ja. Nico, also, gerade in der auch in der Diät. Also das ist ungechillt. Ich habe aber nur so ein Stück davon. Ich muss aber dazu sagen, wenn du nur ein Stück ohne irgendwas dazu zu essen tust... Ich habe den Stream geguckt, Tipp bester Mann. Wenn du Reis mit Gemüse oder sowas essen tust und dann noch ein Stück dazu essen tust, ist es angenehmer, wirklich. Das mildert so ein bisschen. Also am Anfang war jetzt gar nichts. Wir steigen mal ein bisschen wilder ein jetzt hier. Es dauert 35 Minuten, da müssen wir ein bisschen durchskippen. Ich musste das machen. Ja. Ich hatte gar keine Wahl. Boah, das war ja, aber du hast es ausgebitscht, Digga. Du hast es durchgezogen. Ich sag dir nur als Freund jetzt, okay? Ja. Ich riech hier einen dicken, fetten Scam. Das wollten wir auch tatsächlich machen. Also zumindest Elektro-Tüte. Wir hatten den Plan, dass Nico halt irgendwann wieder diese 9 Millionen Scoville isst. Aber er hat es gerochen, ja? Mach 1,5 Geschwindigkeit. Ja, es gibt durch. Ich sag's dir ganz offen und ehrlich. Ich weiß nichts. Ich schwöre auf meine Mutter, ich weiß nichts. Aber ihr zwei Wichser, ich vertraue euch nicht. Ich werde nichts essen von euch und ich kann dir nur dasselbe empfehlen. Tim, the paranoid guy, man. Also guck mal, ich sag euch ganz ehrlich, wenn ihr mich jetzt nochmal hochnehmen würdet, dann ist es gar kein Problem. Weil dann werde ich ganz... Eigentlich war der Plan so bei dem ersten Teller direkt so wieder diese 9 Millionen Scoville, so boom. Kurzerhand zur Polizei gehen und einfach eine Anzeige schalten. Das ist überhaupt kein Problem. Wo wäre denn und zwar wegen schwerwiegender Körperverletzung. Aber wo wäre der Sinn dahinter? Du hast letztes Mal schon so hops genommen. So, warum soll deswegen sage ich ja, würde ich an der Stelle die Anzeige vorziehen. Ja, aber was wird das? Das auch ey, vielleicht fahre ich euch gerade übel in die Parade genau rein, ich weiß es nicht, vielleicht haben die auch, tue ich den Unrecht, aber ich sag's dir. Vielleicht tust du den Unrecht, ja. Ich tue euch wahrscheinlich 31er! Yo! Wahrscheinlich bin ich der 31er bei der ganzen ich Nummer. Ich bin der 31er. Gucken wir mal, wann es jetzt weitergeht hier. Wie gesagt, nicht im Oversized Hoodie, ja, wenn du jeden Tag einen Anzug trägst. Ich habe dir 3 reingeschnitten und bei uns habe ich 6 reingemacht. Das war das Scharfe, glaube ich. Das war das Scharfe. Und wir haben auch noch einen Löffel gleich genommen. Genau. Schlechtester Lügner, den ich kenne. Schlechtester Lügner, den ich kenne. Ja, wieso? Ah, der ganz schlechte Lügner. Aber wieso? Ess ich nicht. Ihr werdet es beide jetzt schon essen. Ich werde es nicht essen. Ganz, ganz schlechter Lügner, Tüte. Digga, was ist los bei dir? Ja, nur weil Tim mich jetzt manipuliert hat, Alter. Ja, ja, ja. Okay, meine Freunde, wir kommen zu Runde Nummer 3. Runde Nummer 3 sind getrocknete Bird's Eye Chilis. Ja. Die sind jetzt schon etwas schärfer, ne? Genau. Was haben wir hier? Genau. Ja, die haben zwar 50k so mäßig das Stück. Ich habe jetzt mal 6 Stück reingemacht. Ah, okay. Das wird dann doch durchaus... Hinterher haben wir 6 Stück pur gegessen, also 3-3 jeweils. Ja? Intensiver als die letzte? Genau. Das war auch noch gar nichts, muss man ganz ehrlich sagen. Alter, Lukas, holy shit, Kuss, für 5 zum Unity Gas. Ehrenmann. Marc, wie findest du's? Also, sehr lecker, muss man sagen. Also. Hör ich das jetzt nach jedem Löffel, den ihr euch reinzieht? Mhm. Wir gehen mal ein bisschen weiter vor. Also, ist es einen entspannten Du, oder? Perfekt. So sieht als das nächstes aus. Haben wir einen Genuss, der vom Allerfeinsten ist. Und zwar haben wir hier... Warte, ich mach kurz auf manuellen Fokus. Da und zwar haben wir hier wilder die einzig wahre. Oh, sieht das mies aus, ey. Wie heißt die Tüte? Butyolochia
aka Ghost Pepper. Eine Ghost Pepper. Ist diese Ghost Pepper für dich im Genussbereich auf der oberen Skala? Nö, vielleicht. Ja? Ja. Ja, als nächstes kommt auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte jetzt hier ins Rennen. Ja. Die beiden Jungs werden, beziehungsweise Tüde wird das Ganze gleich... War es beim letzten Mal schlimmer als jetzt? 1000%. Beim letzten Mal war es wirklich, also beim letzten Mal mit dieser 9 Millionen Scoville, das war abstrus krass. Entspannt ins Essen einmischen. Und dann werden die beiden ein ganz spezielles Erlebnis. Ja, hier, alle sprechen mich auf dieses Outfit an. Das ist einer meiner Lieblingsoutfits. Das hatte ich ewig nicht mehr an. Erlebnis. Ja, komm, egal, du weißt, was ich meine. Ah, dein Maul, Digga. Ich schwör's dir. Ach, da haben wir erst reingeschnitten. Krass, das war, also, da ging's ja, ja. Wir haben die am Ende pur gegessen. Sehr, sehr gerne und vor allem leidenschaftlich scharf. Das heißt, können die auch einfach so. Die beiden Jungs empfinden hier keine Schmerzen oder irgend sowas. Gehen wir weiter durch. Sehr lecker. Tüde? Ja, die geräucherten Chilis, die machen es aus, ja. Tüde, alles gut? Ja. Alles in Ordnung? Klar. Und bei dir so? Nimm doch noch einen Löffel. Tüde, alles gut? Ich brauche nicht meine eigene Kotze zu essen. Ah, stimmt, du hast reingesprochen. Guck mal. Du siehst ein bisschen gestresst aus. Die Stirn brennt ein bisschen. Ach so, das die Stirn ist es, sagst du so? Ja, dann ist es ja überhaupt gar kein Problem. Marc, ich denke mal bei dir, soweit alles im grünen Bereich, oder? Nee. Du fühlst dich super. Ja. Das, ja, man nimmt sie auch ab. Du siehst wirklich sehr gelassen aus. Zwar, was haben wir denn für die Runde Nummer 6 geplant? Wir ziehen uns die einfach durch die Nase. Aber können wir die, meinst du, wir können die roh essen? Ich spring mal vor, bis zu dem Zeitpunkt, als wir die roh essen. Wir machen gute Fortschritte, wir kommen zur Runde Nummer 7. Genau. Tüde, hast du da oben einen dicken Pickel oder was ist da los? Ich meine, wie krass, ne? Er hat sich nur ins Gesicht gefasst und seine Haut hat so stark reagiert. Jo! Ey! Pickel? Ja, klar, ist ein Pickel. Ah! Chili. Okay, Runderius. Let's go! Let's go! So, dann bin ich mal gespannt. Habt ihr da Angst vor? Also ich... Nein, die haben keine Angst vor dem Genuss und jetzt machen wir weiter. Aber da war der Nico schon, hat sich schon Bock drauf gehabt. Guck mal, das weißt du, pass auf. Dieser Moment, merkst du das, wie dein Körper sich dagegen sträubt? Mhm. Merkst du das, ja, ne? Das ist ja der Unterschied und das ist so dieses... Aus dem Primaten, weißt du, man hat diese Angst. Was für eine Angst? Was redest du? Ja, du möchtest flüchten davor und du hast irgendwie so. Sorge davor. Nein, ich beschreibe den Leuten gerade, wenn ihr vor so einer Situation steht, guck mal, sagen wir, ihr habt jetzt so eine Situation und habt Angst davor, irgendwie den Schritt zu machen, ne, euch selbstständig zu machen oder sowas. Wisst ihr, was ihr dann machen müsst? Einfach reinbeißen. Ich muss wirklich sagen... Ich habe reingebissen, habe drauf rumgekaut, ich habe nichts gespürt, null. Klar, hinterher, später kam es dann, aber. Junge! Zu wild. Verschluckt? Oh mein Nö. Gott! Corona. Okay, tschüss. Ja, ist eine Weisheit fürs Leben. Tatsache. Also, es geht darum, dass man oft davor steht, den Sprung zu wagen. Und, ja, das habe ich gar nicht gesehen. Jetzt machen wir weiter mit diesen hier. Digga, okay. Was geht bei dir mit meinem Bro? Ja, also ich muss wirklich sagen, selten so einen Liebhaber gesehen. Ja Mann, jetzt geht's los. Jetzt machen wir weiter zum nächsten. Auf der Bergspitze bleiben. Wir wollen natürlich auf dem Mount. Wahrscheinlich Bergspitze, oder? Sehr philosophische Boss. Du meinst wahrscheinlich die Zugspitze, nee, aber okay. Schon die wir legen los, Runde Nummer 9. Mui Meide. Es ist ein Genusserlebnis. Die war schon auch, sag ich mal, ein bisschen länger anhaltend. Tüte guckt ungläubig Gebauer an und kann sich einfach nicht vorstellen, wie er gerade so gechillt bleiben kann. Ey, Marc, ohne Witz, du siehst echt so fast ein bisschen gelangweilt aus. Ja, aber ich freue mich drauf. Wir haben danach, muss man sagen, unentschieden ausgemacht. Ne? Mir geht's sonst gut. Und im Dezember werden wir nochmal... werden wir nochmal zusammenfinden für das letzte Highlight. Jetzt einfach
bis alles weg ist. Achso, das war's jetzt schon, oder? Ah, kein Problem. nein, kein Problem. Wow, der ist schon schärfer. War deine Zunge später taub? Ich muss wirklich sagen, diese 9 Millionen Okay, Kuvel also ich muss wirklich sagen, die beiden auf einer anderen sind Wellenlänge. Hier vom Genussstadium auf jeden Fall gerade auf einer 8 von 10. Boah, das ist heftig. Jetzt setzt erst die Schärfe ein, ne? Ich glaube, ich muss kurz gucken, ob es noch Filter gibt. Junge, ganz üble Nummer. Nee, aber man muss mal ehrlich eine Sache sagen und da möchte ich auch an der Stelle einfach nochmal Danke sagen. Die beiden Jungs, Marc und Tüde, sind wirklich auch für mich privat mittlerweile echt sehr, sehr gute Homies geworden. Und was ich echt feiere an den beiden, man kann zu denen sagen, ey Jungs, Mittwoch auf spontane Welle, kommt vorbei, lasst uns das hier zusammen machen. Und die Jungs sind am Start. Also da muss man wirklich sagen, der geht... Ja, und danach, glaube ich, kam jetzt nichts mehr. Sein Magen ist gefüllt, kann er jederzeit sagen, hey Jungs... Ich glaube, hier war das dann. Jungs, mehr Durchhaltevermögen kommt, vor allem von dir, Tüde. Ja, aber ich wollte zu dem Zeitpunkt, muss ich ganz klar sagen, das Unentschieden ist eine coole Sache. Wir werden noch was Tolles vorbereiten für den Dezember. Und dann werden wir noch ein bisschen schärfer essen, ja? Gucken wir mal.